Bericht von Spiegel angeschaut. Willkommen zu einem ganz kurzen Video, wie immer halt von mir, kurz Analyse und Reaktion drauf. Also ich will euch das Video euch anzuschauen komplett. Ich mache nur ein kurzes Fazit, und zwar Proteste gegen Juden. Shalom an alle. Und wenn ihr auch Probleme habt mit dem Davidstern, weil ihr als Juden nicht so einen schönen Kopf habt, schön geschnitten, oder fällt euch runter, ne, die Kippa, dann einfach ohne Kippa den Beitrag machen. Genau! Und mein Plüschtier ist auch mit dabei. Also, Fazit ist, ich überspringe das mal, es geht ja darum, dass hier an einer Universität, und zwar in der Universität Berlin, Palästina ihre Meinung zu uns Juden sagen. Und ich finde es immer lustig, wenn Palästinenser genommen werden, die da wirklich keine Ahnung haben, wer die Hamas sind. Das sind halt dann die Palästinenser, die wirklich keinen Plan haben und einfach dann den Koran so rezitieren: tötet alle Juden, tötet alle Christen, tötet das ganze Universum, wenn es nach ihnen ginge. Das ist natürlich blöd, ja, weil da kann man halt mit solchen Leuten auch nicht reden, weil solche Leute da haben keinen Verstand. Das ist halt immer das Problem. Dann wiederum auf der anderen Seite ist, wenn wir Juden halt sehen, dass er keinen Verstand hat, dann gibt es einige von uns halt, die eben halt da eben dagegen vorgehen und sich sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Dann gibt es natürlich auch Leute, die dann hier diese Veranstaltungen machen, stopp den Genozid oder Juden gegen Krieg und Krise. Und die meisten Leute, die hier sind, einfach Dummbatzen. Da sage ich, wie es ist, die haben keine Ahnung. Weil eben das mit Religion nichts zu tun hat. Politik wird nie mit Religion zu tun haben, sondern Politik macht eine Religion aus etwas oder tut es manipulieren. Und als ich damals vor Millionen von Jahren nach meiner NATO-Erfahrung Super Edition wurde und Politikwissenschaft hatte, wusste ich, dass man mit Kopf alles machen muss. Und daher sollte man wirklich da bei den Palästina, bei den Hamas, bei den Israeli-Konflikt wissen, dass es geht um Gebiete, um Macht und Geld, um Kontrolle in allererster Linie und nicht mehr und nicht weniger. Und es wird hier von beiden Seiten gelogen, weil das nun mal so ist. Das ist nun mal ein Geschäft. Jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen. Und Palästina momentan, und die haben man momentan, die haben auch früher Arschkarte gehabt, weil nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt, in dem Osmanischen Reich, hat Palästina sozusagen, war unter der Herrschaft vom Osmanischen Reich, also Türkei. Und nach dem Ersten Weltkrieg musste man die Gebiete abgeben, die Verlierer wie immer halt, und Palästina ging dann unter die Mandatschaft von Großbritannien und Frankreich, und die wurden immer ausgebeutet. Palästina wurden, bevor der Erste Weltkrieg war, ausgebeutet von den Kalifen. Das steht überall, sogar in den türkischen Universitäten drin. Also das ist nicht irgendwas mit westlichen Dingen, und das ist in der türkischen Universitäten in Istanbul. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Problem. Wir haben also sozusagen eine doofe Geschichte. Ich habe es ja jemandem versprochen, einem Palästina habe ich es versprochen, der ist ein richtig feiner Kerl, und auch die palästinische Frauen sind sehr hübsch. Und das habe ich dem ins Gesicht gesagt und denke, ich bin aus einem anderen Planeten, ein Jude, der sowas sagt. Ich kann nichts dafür. Ich liebe Menschen, alle Menschen. Ich liebe sogar die Schlimmsten der Schlimmsten, aber ich bin ein bisschen crazy. Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn du mal Schläge bekommst von denen Muslimen, dann wirst du schon leben, du kleiner Wichser. Ich habe immer Hater unter allen Seiten gehabt. Ich wurde auch von Nazis verfolgt als Junge. Ich habe alles mitgemacht. Ich wurde auch von Nazis fast umgebracht. Und trotzdem habe ich weiterhin mein Ding gemacht, ne? Und trotzdem habe ich provoziert, ne? Ich bin wirklich immer auf Messerschneide. Das heißt, ich habe auch wirklich provoziert. Anführer von Gangmitgliedern, und das habe ich gemacht mit Leidenschaft. War es gefährlich? Ja, aber der Anführer hat gesagt, der Typ ist einfach so ballaballa, den lassen wir einfach, wie er ist. Er ist auch der beste Kabarett, wenn hoffentlich wird er berühmt, weil der wäre der Einzige, dem wir nie was antun würden. Ich so, ach geil. Ja. Ich habe tatsächlich einen Gang damals gesagt, sollen sich verpissen, wenn sie in dem Land nicht leben wollen. Und das habe ich dem Anführer gesagt.
Dann hätte ich den einen Typen nicht, den Anführer nicht zurückgehalten hätte, wäre ich tot gewesen. Aber ich habe und ihr müsst einfach ein bisschen crazy sein und auch gestorben sein wie ich. Bin gestorben und wieder von den Ärzten zurückgebracht worden. Und von daher, ich weiß, wie es da oben aussieht. Von daher, wenn ich sterbe, dann ist das so. Bevor, aber lieber nicht mit Messerstichen, ne, vorher, sondern lieber mit 20.000 Kopfschüssen, dann ist am allerbesten. Da spürt man nichts. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Sache ist also die, das ist Politik. Und natürlich streiten die sich und kleben die Plakate weg. Und es ist auch ein Recht von uns Juden, uns sich zu streiten. Aber es gibt kein Recht, ob Jude oder Muslime oder Palästina jemanden zusammenzuschlagen und fast tödlich. Wir wissen aber leider nicht, weil Spiegel TV liebe ich, weil die ungenau sind. Ne? Ich bin ein großer Fan von Spiegel TV. Mein Onkel hat es damals abonniert gehabt und ich habe es immer gelesen. Aber Spiegel TV schafft halt aus einer Wissen, was 100% Tatsachen, 1% rauszunehmen und daraus Fantasietatsachen machen. Wir wissen einfach gar nicht, was ist vorgefallen, was ist wirklich passiert. Das ist halt einfach ein Problem. Dann, wenn ich sowas höre zum Schluss, dass die Leute Angst haben, ihren jüdischen Glauben abzuleben, ja, weil der Philipp Gutmann hat Angst. Mein lieber Philipp, ich habe meinen jüdischen Glauben ausgelebt, seit ich geboren bin, seit ich Babykind bin, seit das Universum, bevor das Universum entstand und nie ist mir was passiert. Ich war sogar bei Nazis mit meiner Kippa. Ich war bei den Schlimmsten der Schlimmsten meiner Kippa. Ich war bei Kartellmitgliedern und das ist kein Witz. Ich war wirklich, ich bin so, mein Bruder wollte es mir nicht glauben, bis er es selbst erlebt hat. Und meine Kumpels haben es auch erlebt und gesagt, der Typ ist wirklich krank. Jeder andere wäre sofort tot, nur der Andi, wie man das macht, wissen die nicht, aber er ist nicht tot. Ja, also, ihr müsst die Aura haben, die Ausstrahlung und ein Infinity-Wesen sein und dann werden die euch nicht hauen. Ne? Ich war unter Muslimen, wirklich unter durchtrainierten, doppelt so breit wie ich und durchtrainiert und alle schwarze Gürtel. Und mir ist nichts passiert. Ich habe mit Imamen geredet, in einer Shisha-Bar, unter 20 Muslimen, wie toll Hashem ist und dass Mohammed nicht intelligent ist, weil er es nicht geschafft hat, mehrere Propheten zu erwähnen oder dass es mehrere Propheten in der Koran nicht gibt. Und unmöglich kann ich von Jude in Moslem werden, ne? Weil wir haben zu viele tolle Propheten. Ja. Ich habe Witze gemacht, ich habe Kabarett gemacht. Leute, ich habe das Schlimmste von Schlimmsten. Ich habe manchmal Mohammed beleidigt und laut geredet. Und die 20 Supergläubigen, da waren noch 10 Salafisten da. Durchtrainiert. Wirklich, wirklich. Ich hatte keine Chance gegen. Wenn da mich die Leute angegriffen, wäre ich sowieso tot gewesen. Ne. Aber das war alles nicht so. Und ja, man könnte sagen, ja, weil ich ein Mann bin. Nein, ist es nicht so. Es ist scheißegal. Wenn die Salafisten und die ISIS-Leute das mitbekommen, bist du tot. Normalerweise. Aber bei mir war das halt nicht, weil die gesagt haben, der kann reden, Wahnsinn, der ist Super Edition. Und das Problem ist in dieser Welt, was wir haben, dass die meisten Menschen einfach Arschlöcher sind und nicht reden können. Ja, und nicht einfach Schlawiner sind und vor allem nicht reden können. Die meisten Menschen können nicht so wie ich reden. Wirklich nicht. Ne? Und das ist eine Gabe und manches einfach ist auch durch Super Edition geworden, ne? Weil ich ja tot war und wieder zurückgekehrt bin. Und dadurch Super Edition. Das fehlt den Leuten. Ne? Also diese Objektivität. Ne? Und das ist halt sehr wichtig, dass der Muslime und Jude oder Christen, wer auch so immer, dass die einfach begreifen, meine Leute, merkt euch, Politiker sind Schwachmaten und die. Nicht alle, es gibt auch kluge, aber viele sind Schwachmaten und die machen das einfach nur mit Manipulation, dass sie halt Religion dafür benutzen. Im Koran steht nicht, ich habe es gelesen, also ich mache auch wieder demnächst Videos über Koran, aber dazu kommen noch vorhin Videos über die Tanach, weil mir die Tanach so wichtig ist. Im Koran steht nicht zur Kriegsaufführung, wann die Hamas das machen, dann wissen die da nicht, was im Koran drin steht. Das müssen die auch gar nicht. Die wissen nämlich durch den Anführer, dass das, was sie tun, falsch ist. Aber es gibt halt die Luziferianer und die sind überall. Die Luziferianer, also bei uns Juden, da funktioniert das irgendwie nicht.
Wir sind da immun gegen. Die meisten, soweit ich weiß, sind immun gegen Lucifer, aber bei den meisten anderen ist das halt nicht so und die versuchen halt das zu manipulieren. Wo wird auch der Koran missbraucht und auch die Bibel wird missbraucht, wobei nicht mehr so stark wie früher, weil die Leute das lesen und weil Leute ein bisschen mehr belesen sind, ist das halt wieder was anderes. Die nicht belesen sind, die meisten sind Muslime, da ist das noch so entwickelt bei den Muslimen wie vor 1000, ja gut, wie vor 600, 700 Jahren, wie bei den Christen das war. Die Imamen sagen, du darfst es halt nicht lesen und der muss es lesen und so. Und ja, das ist aber bei uns Juden auch so, dass viele Juden den Tanach nicht gelesen haben. Ich habe Tanach sozusagen studiert, ich habe Super Edition wurde ich, super, super, überall Infinity, Super Edition und deswegen so mächtig, dass ich nicht aussprechen kann. Ja, es ist das Problem und es gibt es halt meistens nicht. Also es ist halt, wenn die Menschen halt unwissend sind, dann entsteht sozusagen diese Kriege, unlogischen Kriege, die Hashem überhaupt nicht will und nie wollte und verpönt. Mag sowas nicht, wenn Menschen sich bekriegen, weil jeder Mensch, der erschaffen ist, kommt von Hashem und wir sind alle im Endeffekt. Sind Dogmen, aber oben gibt es keine Dogmen, oben gibt es einen Quatsch nicht. Ja. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Habt keine Angst. Lebt euren Glauben, ob Jude, Christ, Moslem, Buddhist, Hinduist, aber seid einfach korrekt und tut nicht Dinge vertauschen und verwechseln. Das machen leider viele Studenten, das ist sehr traurig, aber wie gesagt, Hamas hat nichts mit Palästina zu tun. Also Hamas, das ist eine terroristische Gruppe, die halt eben klar Leute für sich gewinnt, unabhängig davon, ob es jetzt Palästina sind und Iraner und Iraker oder sogar wenn da Türken dabei wären oder auch halt keine Muslime dabei wären. Aber in den meisten Fällen klappt das nur bei schwachen Leuten, bei Leuten, die unwissend sind. Und das sind dann Leute, die dann die Hamas gewinnt. Gebildete Leute, die den Koran gelesen haben, das wissen, werden so einen Blödsinn gar nicht mitmachen mit Hamas. Ne? Und ja, Israel muss sich halt verteidigen, ganz klar. Das ist auch das Wichtige drin. Aber merkt euch, dass Kriege sind immer das letzte Mittel und wer Kriege macht, der ist der, da müsst ihr schauen, wer das ist, wer ist der Auslöser und der macht das nur, um gewisse Sachen durchzusetzen. Vergesst nicht, die Hamas wurden oder sind noch, ich weiß jetzt nicht ganz, da bin ich noch nicht auf dem Markt und stand, aber wurden finanziert, mitfinanziert von Juden, also von Israel. Da werden wir uns mal damit befassen und da werde ich euch auch Dokumente auch präsentieren. Und was die eigentlich Hamas wirklich machen, beziehungsweise wofür sie wirklich gegründet worden sind. Ne? Ja, hier ist es, will ich nicht zu lange das Video halten, weil hier geht es ja nur um Reaktion auf das vom Spiegel TV. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle die Ohren steif, habt keine Angst zu beten und merkt euch immer eins und haltet euch das im Hinterkopf. Wenn ihr korrekt seid, werdet ihr nicht zusammengeschlagen von Palästinern oder von Muslimen, wagen die nicht. Aber ihr müsst da halt wirklich saukorrekt sein und das muss halt rein sein. Ne? Wie gesagt, ich kann euch nur so viel sagen, ich war in einer früheren Gruppe, da waren nur Negro-Menschen und ich war der allereinzige Jude, Unweise, der das Wort Negro sagen durfte, ohne dass ich umgebracht war. Ich wurde auch Nigger genannt, ne? Und Nigger und so von denen. Das ist eine große Ehre, wenn euch ein Afroamerikaner oder ein Afrikaner Nigger nennt. Aber die haben gesagt, der ist Super Edition. Und sowas habt ihr noch nie erlebt. Ich bin Super Anomalie. Und das kann ich nicht von allen Menschen erwarten, Super Edition, Infinity plus 1 mehr zu sein. Aber es wird wirklich, wirklich krass draus sein. Aber da mir ist vieles schief gelaufen mit den epileptischen Anfällen und daher ticke ich halt komplett anders. Und Menschen spüren das und sie sehen das und dann ist da irgendwo halt
keine, auch, ja, es gibt keine Angriffsfläche. Und wenn ihr gut seid, wenn ihr wirklich gut seid. Okay, Leute, haut euch rein, bis zum nächsten Mal. Ne? Und merkt euch, hier einfach, hier fängt alles an. Hey, ciao, Leute.